So, herzlich willkommen zurück zu FIFA. Letzte Folge haben wir ja verloren. Nun mal gucken. Bei Union Berlin, ausgerechnet beim Tabellenletzten, verlieren wir 0 zu 1. Ausgerechnet beim Tabellenletzten verlieren wir mit 0 zu 1. Ist auch schon die vierte Saisonniederlage, die wir jetzt kassiert haben im 21. Spiel. Schade. Naja, okay, alles gut. Ist halt nicht eingeplant gewesen, weil im Sieg wären wir wieder auf dem Weg gewesen. Aber naja, wie dem auch sei. Schlagen die Bayern zweimal, aber verkacken sie zu auswärts in Berlin. Naja, ist halt so. Nächster Gegner heißt übrigens der 1. FC Köln. Aber die wollen wir natürlich schlagen. Aber mal schauen. So, Pressekonferenz mal teilnehmen. Ja, schauen wir mal, wieso, vielleicht läuft es ja besser im nächsten Fragen Spiel. gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. So. So. Außer jetzt, wie gesagt, Berlin. Muss ich sagen. Aber mal gucken. Wie gesagt, wir haben 4 Niederlagen kassiert bisher diese Saison. Hoffentlich kommt jetzt keine neue dazu. 22. Spieltag. Für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen herzlich. So, wie gesagt, nächster Gegner heißt Union. Heißt nicht Union, heißt FC Köln. Probier's das mal mit Piontek. Bei Alario. Ja, gut. Probier's einfach mal so. Dann zeigt mal, was er können, Leute. Wie gesagt, wir müssen wieder ein bisschen was gut machen, um vielleicht ein bisschen oben dran zu bleiben. Diese Niederlage in Berlin war natürlich alles andere als geplant. Gut, da haben wir Glück, dass wir noch den, haben die noch Glück gehabt, dass wir den Elfmeter vergeigt haben. Und. Ja, Und ist halt da so. war das heute ein echter Kracher. Ist ja auch kein Wunder, wenn die beiden aufeinandertreffen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Köln. Melden Sie sich bitte auf der Geschäftsstelle. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen 1. FC Köln.
wichtige Ligapartie für beide Seiten. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Ganz enge Geschichte an der Tabellenspitze. Ja, aber das ist doch schön. Richtig schön. Wenn es im Titelrennen lange spannend bleibt. Die Nummer 23. Marco Richter. Die Nummer 19. Lucas Alario. Die Nummer 16. Javairo de Rossu. Und mit der Nummer 9. Krzysztof Piątek. So. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Ich musste ein bisschen zurückrotieren. Das Spiel in Berlin war natürlich eine Katastrophe. Nur eine Spitze aufbieten. Da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und da sollen die beiden Jungs, die es nicht so auf die Reihe bekommen haben, oder beziehungsweise ein bisschen gemeckert haben, sollen heute mal ein bisschen was zeigen. Entschuldigung. So. Oh Gott. Heuschnupfen, Entschuldigung. So, also Kolasinac auf die Fenster. Ah, wäre ein freistehender Vorteil. Könnte die Führung werden. Erste Chance für die Schalke, aber das hat schon mit Berlin nicht geklappt, diese Welle von außen rein. Viel über ihn geredet, weil er aufs Karriereende zugeht. Hector. Hat er ja jetzt bestätigt, am Ende dieser Saison geht er in Rente. Ja, das war's dann mit dieser tollen Karriere, Wolf. Er hat viel erreicht, hat uns immer wieder begeistert. Und auf den Manager kommt jetzt eine Aufgabe zu. So einen Spieler, den findest du nicht so einfach nochmal. Ja! Da kommt der Pass. Das könnte Abseits gewesen sein. Oder pfeift er doch zu. Er pfeift zurück, Piątek, ja. Angriff läuft jetzt über die Außenbahn. Marco Richter. Alario. Das sieht vielversprechend aus. Lucas Alario im letzten Spiel noch. Chancen aus dem Jahrtausendmal. Und es trifft mal wieder blau-weiß. 1-0 Lucas Alario. Eine sehr interessante Partie zu werden. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Ja. 26 Saisontor. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. Salih Özcan. Ah, gut gemacht, Alario. Und der holt sich der Kölner den Ball zurück. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Lucas Alario. Ah, der ist zu steil. Ja, der ist zu steil. Timoran passt da gut auf. Musste dann natürlich aufpassen, dass er da jetzt nicht noch rausrutscht. Und jetzt haben sie den Ball. Piątek. Gute Chance für eine Flanke. Piątek. Ecke. Verteidiger blockt die Flanke ab. So, Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Bedrängnis. Und dann war das übrigens Kotschab, der es probiert hat. Gute Gelegenheit hier. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Nächste Ecke. Gibt erneut Eckball. Die Ecke kommt. Jetzt haben wir es, Alario. 2-0, 26. Da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Gut, dass ich da vorne mal so einen drin habe, der da auch so ein Ding mal locker nutzen kann. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut.
So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kamera. Ja, diesmal war der Horn überhaupt nicht, hatte gar keine Chance. Dieser war machtlos. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Alario. Lucas Alario. Bisschen Glück da für die Kölner, dass der da nicht durchkommt, der Argentinier. Einwurf Schalke. Viel Vorwärtsdrang. Gugelab, schön. So, die Chance jetzt. Und die Kölner blocken diesen Angriff weg. Gemacht. Wird's jetzt gefährlich. Piontek. Kein Foul übrigens. Da ist die Hereingabe. Und Timo Horn verhindert sogar das dritte. Der hätte gepasst. Und ja. Sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Sie bekommen einen. Na, ein paar kriegen wir gerade nicht hin. Da könnte was draus werden. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Die kurze Variante. Ja, oder das ist klappt auch. Marco Richter 3-0. 40. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Da ist die Flanke. Und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Gut gemacht auf jeden Fall. Timo Horn bleibt drin. Und ist dann quasi chancenlos. Ja, mal gucken, was zur nächsten Meisterschaft geht. Das ist schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Na, das war ein bisschen weit. Der Ball dürfte weg sein. Ciao. Lucas Alario. Könnte in Konter gehen. Ja, vielleicht macht Piontek mit ein bisschen Tempo jetzt mal. Ah, Glück gehabt. Das hat der Kölner da gut gelöst, der Verteidiger. Super Aktion. Gut geklärt. Und wenn sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere. Also 3-0 steht schon 3-0. Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Ihm gelingt heute fast alles. Ist quasi nicht zu verteidigen. So, Leverkusen, Hamburg 1-0 und Gladbach auch abschiedsgefährlich, stehen ja hinten noch mit drin. Naja, mal schauen, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit weitergeht. Es geht weiter. Ja, der zweite Abschnitt läuft. Ja, man muss auch ein bisschen nochmal gucken auf unser Alter, unser Spieler, weil ich glaube, Piontek ist, glaube ich, an die 30. Und auch Latza ist, glaube ich, auch schon 33 oder 34. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Mal gucken, wer da noch so kommen könnte auf der Position. Jabeiro, Dil Rosun. Was in der neuen Saison passiert. Ah, schade. Zuletzt Diskussion gegeben. Geht er, bleibt er. Jetzt kennen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. Gut möglich, dass das seine letzte Karrierestation ist. Ich wünsche ihm einen tollen Abschluss. Schade. Schöner Pass. Ja, die Kölner werden jetzt ein bisschen stärker. Wollen natürlich jetzt mal noch ein bisschen was zeigen in der zweiten Halbzeit. Und Tor. Nein, doch kein Tor. Klingt immer doof, aber den muss er machen. Ja, eigentlich hätte das Tor für den FC sein müssen. Ballverlust. Ja, gut gelöst. Jetzt mal der Konter über Marco Richter. Die rechte Seite. Viel Platz. Niemand kommt ja, an den Ball. Aber zu viel war auch in der Mitte.
super, dieses Zuspiel. Sie suchen die Lücke. Und jetzt die Chance. Jetzt haben wir es. Biontech. 4-0. Dem auch nochmal so ein Ding auflegen. Da sehen wir es nochmal. Das ist zu nachlässig von der Abwehr. Zwei Leute gehen auf den Torhüter zu. Hm. Der ist chancenlos. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Sei nach das Saisontor. Jetzt wechsle ich auch nochmal schnell mit dem Doppelwechsel durch. So, eine Krüger. Einseitige Angelegenheit. Das drückt jetzt gehen sie beide raus. Alario, Doppeltorschütze und Piontek hat gerade das 4-0 gemacht. Geht jetzt ebenfalls. Und der Pechvogel aus Berlin kommt jetzt Marco Krüger. Florian Krüger, den der Elfmeter ja verschossen hat in der 89. Minute. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knapp spannenden Spiel ausgegangen. Schön gemacht, der Rosun. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Was für eine Aktion. So gerade. Aber gut geblockt, der Kölner. 70. Minute. Jetzt können sie vielleicht kontern. Fängt diesen Ball ab. Oh, der Ball ist gut gespielt. Und der Konter kommt über Marco Richter. Schalke jetzt über außen. Der Ball kommt in die Mitte. Da können sie erstmal klären. Jetzt ist gefährlich. Und der Rosen. Das war ein knappes Ding. Sie nehmen eine Auswechslung vor. In der Bundesliga steht dann bald das nächste Spiel an für den in München Gladbach. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Und das könnte ein richtig gutes Spiel werden. Nur noch der Torwart vor sich. Ja, kommen die Kölner noch mal rein. Chance lebt noch. Jetzt ist Platz. Ja, Krüger, der ist ja so schnell und normalerweise ernsthaft war mein Controller wieder ausgegangen. Natürlich, welch eine Überraschung. Habe ich jetzt mein Controller-Ding? Deswegen ist ja auch nicht gesprintet, deswegen ist ja auch so langsam. Wichtig, er holt den Ball. Ja, schön die Chance weggenommen. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Und es geht schön die Chance, dann gehen wir ja durch. Eindeutige Nummer heute. Es steht kurz vor dem Ende 4-0. Wollen wir mal kurz auf den nächsten Gegner schauen. Der nächste Gegner des FC Schalke 04 heißt Borussia Mönchengladbach. Heute haben sie richtig gut gespielt. Das werden sie in der nächsten Partie genauso machen. Er kommt nicht richtig hinter den Ball. Vorbei. Und so der kommt. Na, schade. Da wäre vielleicht noch ein, zwei Tore mehr drin gewesen. Aber Marco Richter. Kubilanski. Ah, Kubilanski, der. Früher ab, sehr gut. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Es gibt hier Einwurf. Und schon ist der Ball weg. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Kubilanski. Jetzt wieder der erste FC Köln am Ball. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit ist das nicht mehr. Hector gibt den Ball her. Und dann war's das. 4-0. Wieder mal eine Aufgabe gelöst. Die klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlecht und ergreifend. Überzeugt. Hausaufgabe gelöst. Gibt erneut. Köln geschlagen. Ja, bis vor es halt dann irgendwie wieder hier heißt. Ne? So, dann war es das auf jeden Fall schon mal wieder für heute. Kurz mal in die Nachricht reingucken. So.
Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Nächstes Spiel ist dann in München-Gladbach und da sehen wir uns in der nächsten Folge an.